Das A und O beim Spielen eines Blasinstrumentes ist die richtige Atemtechnik. Eigentlich hängt alles davon ab, wie du deine Luft führst, damit verbunden die Gestaltung deiner Phrasen, die Dynamik und das Vibrato. Ich bin Katja Reinbold, ich bin Flötistin und Flötencoach. Im heutigen Video zeige ich dir die drei größten Atemfehler auf und natürlich verrate ich dir, was du dagegen tun kannst. Bleib unbedingt dran! Du kannst mich und meine Arbeit unterstützen, indem du unter dem Video auf den Thanks-Button drückst und einen kleinen Beitrag spendest. Ebenso hilfreich ist es, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und schau doch mal in die Community. Dort habe ich eine Umfrage gestartet, welche Themen ich in der nächsten Zeit behandeln soll. Schau doch mal rein und nimm vielleicht an der Umfrage teil. Das Atmen ist beim Querflötespielen mehr als nur Mittel zum Zweck. Wir müssen technisch richtig atmen, um souverän mit der gesamten Materie umzugehen. Du brauchst eine gute Atemtechnik, wenn du lange Töne spielen willst. Denn das Spielen langer Töne hängt natürlich von deinem Luftvorrat ab. Du brauchst auch eine gute Atemtechnik, wenn du gleichmäßige Töne spielen willst. Denn Atmen hat mit Spannung und der richtigen Körperhaltung zu tun und steht somit in direktem Zusammenhang mit der Gleichmäßigkeit deiner Töne. Du brauchst auch eine gute Atemtechnik, wenn du zusammenhängende Phrasen spielen willst. Denn wenn du immer nach 2 bis 3 Tönen atmen musst, wie willst du denn dann musikalische Zusammenhänge herstellen? Die Phrasen fallen dir ja dann auseinander. Du brauchst auch eine gute Atemtechnik, wenn du mit Dynamik arbeiten willst. Denn Pforte funktioniert nun mal mit Luft und wenn diese ständig alle ist, wie willst du dynamische Unterschiede herausarbeiten? Und du brauchst eine gute Atemtechnik, wenn du mit Vibrato spielen willst. Denn Vibrato entsteht in der Regel auf längeren Tönen, ist eine schwunghafte Angelegenheit und hat natürlich mit Luft und Luftführung zu tun. Und wenn du keine Luft hast, kommt der Ton erst gar nicht zum Schwingen. Richtig ist es, in den Bauch zu atmen. Das hört man immer wieder. Richtig ist es auch, sich voll zu atmen. Dann musst du allerdings aufpassen, dass der erste Ton, den du spielst, nicht herausknallt, weil du stehst ja unter Spannung. Und wichtig ist es auch, ein bisschen taktisch zu atmen. Nicht jedes Atemzeichen wirst du in gleichem Maße brauchen. Manchmal kannst du mehr atmen und manchmal reicht auch ein kleiner Schnappatmer. Und damit sind wir schon beim ersten Fehler. Zum Thema Vollatmen. Du bemühst dich groß zu werden, du weitest deine Lungen und wächst nach oben. Und dabei passiert es dir leider, dass du die Schultern hochziehst. Das hat viele Nachteile. Der Oberkörper wird komplett fest, die gesamte Haltung verkrampft. Du hast dadurch nicht mehr Luft. Richtig ist es, in den Bauch zu atmen. Jetzt weiß man natürlich, dass im Bauch keine Atemorgane sind, das ist ja klar. Die Luft geht in die Lungen. Die Lungen dehnen sich aus. Und das Zwerchfell, was unter dem Rippenbogen sitzt, dieser Muskel, der geht nach unten und verdrängt somit die gesamten Innereien, die du im Bauchraum hast. Und deswegen geht der Bauch nach außen. Du kannst dich also richtig darauf konzentrieren, nach unten zu atmen. Und dabei solltest du die Schultern ganz locker hängen lassen. Du kannst auf eine ganz tolle Art und Weise ein Gespür für die richtige Atmung bekommen, für die Stelle, wo die Luft nämlich hingehen soll, beziehungsweise auf die du dich konzentrieren solltest. Es ist ja so, dass Atmen ein Reflex ist. Jeder atmet, ohne großartig darüber nachzudenken. Wenn du dich jetzt beispielsweise erschreckst, dann ist es ja so, dass der Körper Adrenalin ausschüttet und du sofort auf Flucht
programmiert bist. Wenn du jetzt machst, er kommt, ja, dann geht die Luft sofort in den Bauch bzw. in die Lungen, aber die Muskeln, die hier in deinen Atemorganen sind, die machen automatisch das Richtige, weil du ja eben auf Flucht programmiert bist. Wenn du dich erschreckst und flüchten musst, wirst du nicht machen, er kommt. Ne, da geht das ganz schnell und reflektorisch. Und deswegen spricht man auch von reflektorischer Atmung. Du machst zack, auf einen Schlag alles richtig. Er kommt. Und wenn du dir das angewöhnst, ein paar Mal zu machen, kriegst du sofort ein Gespür, an welche Stelle deine Luft muss. Dann kommen wir mal zum zweiten Fehler. Bei manchen geht der Bauch nach innen beim Atmen und automatisch gehen die Schultern dabei hoch, der gesamte Oberkörper wird fest und du bist natürlich knapp mit der Luft. Woran liegt das denn jetzt nun? Wir haben ja gesagt, Atmen ist ein Reflex und wenn man nicht über das Atmen nachdenkt, dann geht es eigentlich ganz normal. Du wirst es automatisch richtig machen, der Bauch geht raus, wenn du einatmest und rein, wenn du ausatmest. Aber wenn du jetzt Flöte spielst, dann machst du das ja bewusst und dann denkst du drüber nach und dann denkst du vielleicht, du musst da irgendetwas aktiv machen und dann geht es manchmal in die falsche Richtung. Versuche, wenn dir das passiert, wenn du das bemerkst, dass du das machst beim Einatmen, dann stell dir doch vor, du riechst an einer Blume, nimmst dir eine Blume und versuchst den guten Duft einzuziehen, dann wirst du dich automatisch weiten, du wirst dich lockern und dein Bauch geht raus. Das kannst du mal probieren. Oder du machst dir irgendeine Situation bewusst, wenn du gerade nicht dran denkst. In dem Moment denkst du dann natürlich dran, aber beispielsweise du sitzt und liest etwas, dann atmest du ganz normal, ne? Der Bauch geht raus und rein. Und wenn du dann mal kurz dran denkst, ach ja, wie atme ich denn gerade, dann kannst du dir das vielleicht eher bewusst machen, was da gerade alles bei dir passiert. Und was beim Atmen nach unten in den Bauch passiert, dieses Gefühl kannst du gut erspüren, indem du dich nach vorne beugst und deine Hände in die Seiten stemmst. Dann wirst du nicht mehr deine Schultern hochziehen, weil sie hängen locker nach unten. Der Bauch ist locker und dann spürst du nämlich, wie die Luft hinten auch in die Flanken geht. Und wenn du dann ein paar Mal tief ein- und ausatmest und immer versuchst, die Hände so ein bisschen wegzudrücken, dann kriegst du ein gutes Gespür für deine richtige Atmung. Der dritte Fehler ist, dass beim Atmen zu viel Aktion ist. Manch einer beugt sich beim Einatmen nach hinten, um möglichst viel Luft reinzubekommen. Aber du siehst schon, meistens gehen damit die Schultern hoch, der Oberkörper blockiert und du bist unter einer ganz unnatürlichen Spannung. Das andere ist, dass beim Rausquetschen der letzten Luft sich manch einer nach vorne beugt, ne, und dann versucht mit aller Kraft den Ton noch ein bisschen zu verlängern. Das ist auch nicht gut, weil erstmal ist Unruhe drin und Schlusstöne sollen ja wirklich Ruhe ausstrahlen. Und der andere Nachteil ist, dass du natürlich damit die Intonation beeinflusst. Ne, wenn du dich nach vorne beugst, dann bläst du unter Umständen ein bisschen steiler rein und schon ist der letzte Ton zu tief, der ja sowieso in Gefahr ist, zu tief zu werden. Also nicht machen. Ein ganz, ganz wichtiger Tipp für das Atmen ist, dass du den Hals aufmachst. Dass du nicht die Luft mit engem Hals einziehst, sondern dass du den Kehlkopf tief stellst wie beim Gähnen. Mach das mal, da musst du automatisch gähnen und das ist genau richtig. Also wirklich Kehlkopf tief, gähnen. Und das hat zwei Vorteile. Erstmal ist der Hals weit, du kriegst in kurzer Zeit viel Luft rein. Der andere Vorteil ist, dass das Atmen leise ist. Denn, ist ja klar, ne, wir müssen atmen,
Aber wir müssen trotzdem gucken, dass wir die musikalischen Zusammenhänge schaffen. Und wenn du jedes Mal so laut, geräuschhaft atmest, weil dein Hals eng ist, dann stört das wirklich die Musik. Also gucke, dass du wirklich den Hals weit kriegst, dann brauchst du nicht so viel Zeit zum Atmen und atmest leise. Das kann ich dir sehr ans Herz legen. Wenn du diese Atemtipps beherzigst, wirst du hundertprozentig gleichzeitig mehrere Aspekte deines Querflötespiels verbessern. Es lohnt sich also, da mal drauf zu schauen. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Gib mir doch gerne einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Und wir sehen uns bald wieder bei einem neuen Thema. Bis dahin!